Gott, Leute! Und zurück zu Horizon Zero Dawn, der mittlerweile schon 20. Folge. Mein Gott! Heftiges Ding. Boah, ich habe da mal ein, zwei Versuche noch gebraucht. Aber wenn man weiß, wie es geht, man muss sie eigentlich fast nur mit der Falle machen. Dann, wenn die in die Falle reinraufen, dann stolpern die halt und naja, dann kann man halt schön Damage machen in der Zeit. Ihr könnt es mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr vielleicht eine bessere Taktik weiß. Ich habe das, glaube ich, das zweite Mal jetzt gegen die gekämpft. So, ich würde sagen, wir überbrücken jetzt das Gerät hier. Und ich wollte noch anmerken, wenn es euch gefällt, lasst mir doch am Ende der Folge ein Like da oder auch ein Abo. Würde mich sehr, sehr freuen. So, aber erst würde ich sagen, wir sammeln erst noch mal alles ein. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Irgendwo war doch nämlich noch eine lila Kiste. Die wollen wir natürlich auch noch mitnehmen. Bevor wir noch irgendwas hier drücken und dann werden wir rausgeportet oder so. Man weiß es ja nicht. So, weiter geht's. Wo war denn die lila Kiste? Irgendwo war doch hier so ein lilas Ding noch, oder? So, die hat Rohstoffe dabei. Eine weiße Kiste, also nur normale Sachen drin. Ist wieder alles voll. Nein. Ah, da war sie. Schau, hier haben wir sie gefunden. Optimal. Optimal. 35% Feuerspule. Okay, was hat der jetzt hier noch? Nicht mehr. Okay, dann würde ich sagen, überbrücken wir mal. Gutstätte Sigma abgeschlossen. Das heißt doch jetzt, dass ich jetzt andere Maschinen auch überbrücken kann. Sigma verfügbar. Überbrückung freigeschaltet. Sägezahngraser, Lanzenhorn, Plünderer. Geile Sache. Aber ich habe gerade gesehen, das war schon die zweite Gutstätte anscheinend. Ich habe die erste gar nicht gemacht. Da muss ich mal schauen, wo die erste ist. Okay, wie komme ich jetzt hier raus? Ah, da geht's raus. Achso, wir sind praktisch hier hoch. Wir hat Fahrstuhl hier hochgeportet worden. Geil. Da ist ein Fuchs. Da muss er sein, ne? Da ist er. Den nehmen wir doch auf jeden Fall mit. Und da ist ein Schwein. Der Feuerpfeil ist da in der Hinsicht echt nice. Gib mir Knochen oder sowas. Knochiges Fleisch. Ich brauche Knochen und kein knochiges Fleisch. So, was machen wir denn jetzt? So, die mal abgeschlossen. Was ist, wer denn noch eine? So eine Brutstätte. Haben wir die Quest eventuell noch gar nicht? Verdorbene Zone. Ist es eine Brutstätte oder nicht? Ja,
habe keinen Plan, Leute. Ob das eine Brutstätte ist. Brutstätte Sigma. Vielleicht haben wir da noch gar keine Quest bekommen für die andere Brutstätte. Schauen wir mal bei Quests mal rein, Nebenquests. Unterversorgt. Eine Karawane so Munition auf einer gefährlichen Route unterwegs. Nee, das brauchen wir nicht. Brutstätten. Nee, ich habe noch keine andere Quest. Ich habe jetzt nur diese drin. Keine offenen Aktivitäten. Das haben wir erledigt, das haben wir erledigt. Aufträge. Vorratsengpässe. Nebenquest unterversorgt. Dann machen wir doch gleich die. Quest aktivieren, wenn die ist bloß 72 Meter entfernt. Die müsste da oben sein, oder? Ich gehe mal doch gleich mal da hochschauen. Boah, ey. Ich wollte unbedingt wieder ein bisschen leben hier. Jo, aber war knackig. War jetzt nicht so einfach, muss ich sagen. Oh, hier ist ein Schwein. Oder? Nee, doch nicht. Kann man nicht das Zeug, die Knochen irgendwo kaufen? Wisst ihr das? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Das hält sich. Okay, dann reden wir mal mit ihm hier. Rede mit Marsowit. Was? Wo ist er denn hier? Der Sonne sei Dank. Du bist eine Kämpferin. Und das können wir brauchen. Mein dämlicher Boss hat uns die falsche Kiste mitgegeben. Es stand Munition drauf, aber Reinholz war drin. Ohne die Munition haben wir kaum eine Chance gegen Wächter und anderes. Ich will dir gerne helfen. Schön zu hören. Wir brauchen je... Alarm! Langbein gesichtet! Langbein oder Langhals? Langbein. Achso, Wächter. Oh, was ist das? What the fuck? Was ist das? An die Waffen! An die Waffen! Na, irgendwie ein falscher Pfeil, Egger. Langbein! Alter, was ist los, Egger? Alter! Was macht denn der? Ich habe aber auch nichts gegen den. Mehr Maschinen! Was, gib mir die? Der blinde... Stirb, du Vieh! Meine Fresse, wir sind jetzt hier noch. Ruhe im Puff hier. Und keine Tränke, nichts mehr. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, ich weiß. Ich muss auf Schweinejagd gehen. Ich habe schon Maschinenjäger gesehen, aber keine wie dich, Fremde.
Du bist unglaublich. Daniel. Was? Die Lidkerne sind weg. Was? Das ist unmöglich. Außer die Reed hat sie geklaut. Als die erste Welle angriff, ist ein Mann geflohen. Die Reed. Ich dachte, er sei feige. Doch er ist auch noch ein Dieb. Er kann nicht weit sein. Muss ich den holen, oder was? Stimmt, aber wir können ihn nicht verfolgen. Dann mache ich das für euch. Aber diesmal. Gegen Bezahlung. Das ist in Ordnung. Bring die Lidkerne zurück und ich zahle. Okay. Ja, wo ist er denn? Findet die Reed. Also, wo ist er denn lang gerannt? Okay, dann muss ich wahrscheinlich die Spuren aktivieren. Okay, Leute, aber ich werde jetzt erstmal schnell speichern, bevor ich hier mal speichern kann. So, und jetzt holen wir uns den Dirit. Ein paar Pfeile bauen. Okay. So, dann schauen wir mal, wo der Dirit hin ist. Der Schlingel, der. So weit kann er ja nicht sein eigentlich. Also, er hat einen Turbo eingeschaltet. Oh, ich brauche mich zu ziehen. Bloß noch drei Tränke. Also drei kleine Tränke. Groß habe ich, glaube ich, auch ein oder zwei. Ah, hier sind noch. Das hilft nicht. Hier müssen wir jetzt das Zeug ein bisschen holen. Okay, das Holz ist auch voll. Doch, oder? Feuerbrüllrücken. Reden, Dirit. Hallo, Dirit. Wer bist du? Die Karawane schickt mich. Karawane? Welche? Die Sabotierte. Du dachtest, keine Sprengpfeile, keine Überlebenden, keine Zeugen deiner Tat. Hör zu, Fremde. Ich habe Schulden. Wenn ich nicht zahle, werden die mir den Kopf abreißen. Kein Problem. What the fuck? Erledige den Pürscher. Erledigen, Mensch. Ja, fast keine Energie mehr. Mal schauen, ob ich da nicht irgendwie eine Sprengfalle machen kann. Wo ist er denn jetzt? Da.
ist er denn? Ah, da hinten ist er. Mal schauen, dass er hier reinrennt. Ging doch. Boah. So, rede mit Dirit. So, ein paar Pfeile bauen hier. Den Weg nehmen wir uns auch das Zeug mit. Genau, optimal. Oh, da ist ein Schwein. Den nehmen wir uns auf jeden Fall noch mit. Wird ja mal ein Knochen irgendwie. Ein Knochen. Knochiges Fleisch. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. So. Die Karawane. Leben Sie? Ja, ich kam rechtzeitig. Danke. Wenn ich jetzt die Sonne umarme, verbrenne sie.
Meine Sünden. Zu schade. Immerhin hat er noch Reue gezeigt. Okay, da haben wir wenigstens einen Trank gegeben. Sollen wir also hier ohne Probleme jetzt durchkommen? Dass wir gleich wieder hier von einem komischen Vieh aufgehalten werden. So Leute, ich bin hier. Hallo. Was ist das hier noch? Okay. Du bist wieder da. Mit den Lidkernen, wie ich sehe. Und die Ried? Tot. Ein Pirscher hat ihn gepackt. War nicht so schön. Und du hast ihn erledigt? Das gibt einen Bonus. Hier, dein Anteil. Verdient. Ich übernehme ab jetzt wieder. Die Reise verläuft ab jetzt glatter. Abgeschlossen. Das ist alles, oder was? Okay, besser für nichts. So, wir gehen speichern und machen dann einen Cut, würde ich sagen. Etwas sehr, sehr coole Folge auf jeden Fall gewesen. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Einen Daumen nach oben oder auch einen Kommentar. Würde ich mich über alles sehr, sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt dran, es wird auf jeden Fall wieder spannend. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.